und schön, dass ihr wieder mal bei mir in Franken vorbeischaut. Es ist ja jetzt Spargelzeit und ich zeige euch heute mal meine Hollandaise, die ich selber mache. Die kriegt jeder hin, die kann jeder machen und die gelingt auch immer. Was wir natürlich ganz dringend dazu brauchen, ist so ein Pürierstab. Den brauchen wir. Unsere Butter habe ich jetzt schon hier in ein Töpfchen drin, das seht ihr. Die muss jetzt auf dem Ofen und die muss wirklich richtig heiß sein. Die darf sogar ein, zwei Momente aufkochen. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen ein hohes Gefäß. Ich habe heute extra einen Glaskrug genommen, damit ihr das auch wirklich seht, was da drin passiert. In den Glaskrug kommt ein ganzes Ei. Dann kommen 150 Gramm Kräuterfrischkäse dazu. Ein halber Teelöffel Senf. Und ein knapp halber Teelöffel Salz. Das Ganze wird jetzt mit dem Pürierstab oder Zauberstab wird es jetzt schön durchpüriert. Und fertig ist unsere absolut leckere Sauce Hollandaise. Selbstgemacht, ganz einfach und schnell. Und ich sage tschüss, viele liebe Grüße aus Franken.